Ich bin Alessia Raponi, ich bin 21 Jahre alt, bin Heilerziehungspflegerin und arbeite bei der Jakob-Muth-Schule bzw. Tagesstätte im SVE-Bereich, also im Kindergarten. Ich arbeite seit 2 Jahren hier als Heilerziehungspflegerin im Econ-Bereich der Jakob-Muth-Tagesstätte. Also ich bin Simone Fürike, ich bin Heilerziehungspflegerin und bin hier seit Dezember letzten Jahres. Ich wurde von allen schön aufgenommen. Ich hatte Möglichkeiten, alles kennenzulernen, zu hospitieren und eben konnte mir reichlich Zeit lassen zu überlegen, ob ich wirklich her möchte. Ja. Ja, Spiel, Spaß, Hausaufgaben betreuen ist hier Programm. Ganz viel auch mit Unterstützerkommunikation, mit Bildkarten. Also hauptsächlich kümmere ich mich jetzt am Nachmittag um die Freizeitgestaltung mit den Kindern. Das heißt, wir machen Mittagessen, ruhen uns aus und dann suchen wir uns Aktivitäten, die wir machen können. Basteln oder draußen, wenn das Wetter passt, rumrennen, spielen, sowas. Wir wollen richtig was essen und es macht halt auch Spaß, wenn ich irgendwie zum Beispiel kurzer Schwenk hier rüber Stencil Art mit denen mache. Und das können wir halt Schablonenbilder, ne? So wie Banksy und so. Und ich male ja selber auch schon seit über 20 Jahren. Das ist meine Leidenschaft. Und wenn man Kinder begeistern will oder auch andere Menschen, dann sollte man brennen für das, was man tut. Das Besondere daran, hier in der Jakob-Muth-Tagesstätte zu arbeiten, ist eben, dass nicht nur Förderschulkinder hier betreut werden, sondern auch Regelschulkinder. Mir gefällt das Econ-Prinzip sehr gut. Aber so kommen wir einer inklusiven Gesellschaft ein Stück näher. Den Freiraum, den man bekommt von den Chefs auch, dass man viel gestalten kann und aktiv an der Arbeitsgestaltung beteiligt wird. Die Kombination von pädagogischer Arbeit und Pflegemaßnahmen. Da ist man jetzt noch pädagogisch tätig und erzieht tatsächlich auch. Und man merkt halt auch, irgendwie, man hinterlässt auch was irgendwie. Ne? Bei den Kindern bleibt ja auch was. Und das ist schön. Ich hatte mal ein Kind. Das hat sich auf den Schoß von einem Schulbegleiter gesetzt und dann erstmal Wasser gelassen. Und die Geschichte finde ich immer sehr lustig. Aber keine Sorge, wir haben immer Platz für Wechselhosen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder sehr, dass wir nach dem Corona-Lockdown wieder alle zusammen sind. Das tut den Kindern gut, aber auch uns Erwachsenen gut, dass wir wieder ein Stück mehr Normalität haben. Ja, ich finde es braucht mehr Sozis. Also schaut euch mal in sozialen Einrichtungen um. Also wer Abwechslung möchte, ja, und der sollte auf jeden Fall mal in den sozialen Bereich gehen. Kommt zur Lebenshilfe. Ist ein guter Arbeitgeber.